geht man in die Theorie. Aber danach was, ja. Ne? Und das ist eine wunderschöne Weg. Also wir reden eigentlich davon, dass viele Menschen den Bezug zur Natur eben verloren haben und dass man eben als Weinbauer eigentlich jeden Tag damit leben muss und dann sich wahrscheinlich Gedanken macht um Nachhaltigkeit und. Spannendes Thema, super spannend, aber die Zeit hier ist knapp, deswegen, wir probieren jetzt den Wein, die Damen. Da können wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Ich habe schon zweimal reingerochen, sehr pur. Ich habe auch reingerochen, es hat so was wirklich wie Sauerkirschsaft ein bisschen. Es hat viel von diesen Sauerkirschen. Aber eben, wie du sagst, es ist ein ungeschminkter Wein. Also so habe ich ihn empfunden. Ich finde, er ist so schnörkellos gerade, sehr fruchtig, sehr direkt, sehr pur. Es sind auch sehr langsame Weine. Aha, was ist ein langsamer Wein? Das ist ein Wein, der einfach 10-mal im Glas sich ändert und hat nie ein Ende. Das heißt, mich erinnert er gar nicht. Eine wunderschöne Erfahrung. Mich erinnert er gar nicht so sehr an Teroldigo. Man sucht ja immer Referenzen in der Weinwelt. Mich erinnert er eher an Wein von Leroy, also sprich Burgund. So ein bisschen finde ich hier drin. Ich finde eine burgundische. Ist gut, oder? Das ist natürlich schön. Die Preise sind schon die gleichen. Aber ist der auch drin. Aber hat schon etwas von Burgund. Ne? Es ist sehr finessenreich, es ist diese Himbeerfrucht, es ist sehr sauber. Sehr klar. Der edle Charakter von der Rebsorte. Ne? Das heißt, die sind das alte Weinberg oder neue? Die sind doch Weinberge, die 40 Jahre alt sind und so. Es geht. Und nicht sehr alt und nicht sehr jung. Wahnsinnige Konzentration. Du schaust mich immer so streng an. Habe ich was falsch gemacht nein, heute? Nein. Ja? Okay, ja, man weiß es nicht. Ihr habt das auch nicht alle gesehen hier, ja? Die innere Ruhe. Habe ich schon ist es, ja? Ja, wir haben gleich eine Veranstaltung mit ganz vielen Weinen. Und ich glaube, es ist immer für einen Winzer extrem schwer. Wir haben gleich ganz viele Männer hier. Ich erwarte, was das ja. Ist. Ich schätze dich sehr. Also, danke. Also jetzt hier nicht Brown Nosing hier. Also Leute, ich finde es super spannend. Tannin finde ich ist auch noch da. Eine gewisse Herbheit, eine gewisse Schroffheit, aber eben kein Tannin, was so austrocknet. Aber man merkt eben, der Wein hat Anlagen, zumindest so empfinde ich es, auf Länge gemacht, beziehungsweise auch auf Reife. Den Wein würde ich gerne nochmal in 2-3 Jahren nochmal treffen. Ich glaube, dass er sich dann auch innerlich ein bisschen beruhigt hat. Ich finde es super spannend. Ich war sehr neugierig auf diesen Wein. Es ist toll, dass ihr gleich dabei seid, weil es ist wirklich was ganz Neues. Er unterscheidet sich auch sehr stark von den anderen Weinen, die du bislang gemacht hast. Ich glaube, es ist schon nochmal eine eigene Richtung. Und es ist gar nicht so einfach, glaube ich, etwas Neues zu machen. Weil vieles gibt es ja schon. Oder beziehungsweise sozusagen so konsequent zu sagen, ich mache jetzt mal wirklich hier. Ja, so vielleicht, das ist so die, was mir im Herzen, das ist ein Wein meines Herzens vielleicht. Das ist nicht, dass der Granato und die anderen Weine das nicht auch sind. Aber ich glaube, da kommt eben viel zusammen, weil du bist ja auch über die Jahre eben mit deinen Weinen gewachsen. Ne? Und ich finde, das ist wahrscheinlich dein erwachsenster Wein. Kann das sein? Ja, das ist auch ein Weg. Eben auch Foradol und Granato, die sind auf dem Weg, die sind auch anders geworden. Mhm. Aber das ist, dass die sind anders, weil die Weinberge anders sind. Ich bin anders. Die sind anders. Das ist eine gemeinsame Bewegung. Und in dem Fall, also ein Vorwand oder Ton ist ein Mittel zu einem Zweck. Das ist jetzt kein, jetzt, was weiß ich, esoterischer Telefanz. Mein lieber Freund Julian, hier solltest du aufpassen. Ich habe einen besonderen kritischen Freund, der immer mit Biodynamie und an uns sagt, alles Hokus Pokus, probieren, Nase reinhalten und Klappe halten. Also, ich sag danke. Wie schön, dass ihr da seid. Zu den Dolomiten. Ihr kommt, ja, oder Julian kommt zu euch. Julian kommt zu mir. Live erleben, die Praxis ist das Wichtige. Ja, Mann, letzte Frage. Quanta Costa ungefähr? Okay, reden wir nicht drüber. Teuer. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.